Hallo, nein. Das ist also nur ein Quartier. Oh Gott. Und nein, da gehe ich jetzt nicht rauf. Boah, da liegt ja noch was drin. So, kann man hier irgendwie was aufmachen? Ja, wir können hier was aufmachen. Das ist... Na, da war doch eben gerade... So, dann knacken wir das doch gleich. Komm schon, mach auf. Was ist da drin? Können wir da... Was ist denn das da? Können wir das mitnehmen? Gib her. Einmal Munition und das nicht zu wenig. Das ist ja sehr praktisch. Und dann werden wir hier nochmal reingucken. Und hier wird jetzt einer drin schlafen. Den werden wir gleich einmal ordentlich eins überbügeln. Komm her, Kollege. Hallo? Nein. Aber hier gibt es eine Weste. Das ist wunderbar. Jetzt traue ich mich schon ein wenig mehr. Gibt es hier noch was? Nein. Nur noch ein verstopftes Klo. Und ich werde schon wieder speichern. Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Werde ich das überleben jetzt? Werde ich das hier... Wo befinden wir uns überhaupt? Hab schon wieder mitgehört. Ja. Die Uzis scheinen dann wohl doch sehr genau und ziemlich übergeil zu sein. So, dann werden wir hier erstmal alles abklären. Gibt es hier noch... Aber ich höre schon wieder Schritte. Ich höre schon wieder Schritte. So, das war jetzt hoffentlich der letzte auf diesem Gang, der hier seine Runde läuft. Und die haben hier... Pumpguns. Haben wir jetzt auch eine Pumpgun? Nein, wir haben noch keine Pumpgun. Aber wir haben gerade irgendwie Muni aufgenommen für die Pumpgun, oder was? Hm. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass hier wirklich nicht einer mal irgendwie drin... Und da läuft schon wieder einer. Huh, huh, ha! Ja, gerade so erwischt. So, einmal Muni eingesammelt und... Nein, wir können nichts mehr aufnehmen von dem Typ Muni. Jetzt ist alles ruhig. Jetzt wage ich mich an die Kiste. So, da werden wir auch nochmal ein erstes Hilfepack aufnehmen. Das ist wunderprächtig. Und da gibt es einen Alarmschalter. Und ich sehe schon, wir haben zwar den Alarm von ausgelöst, aber ich bin ja einmal abgekratzt. Okay, ist abgeschlossen. Bin ja einmal gestorben und dadurch ja, ist der Alarm wieder verstummt, obwohl er eigentlich noch an ist. Dann geht er mir wenigstens nicht... So, hier ist auch keiner drin. Geht er mir wenigstens nicht auf den Sack. Können wir hier noch einmal aufmachen? Ja, können wir. So, da höre ich jetzt auch keinen im Gang. Oder doch? Nein, nein. Hier ist alles clean. Und wo werden wir jetzt überhaupt hin müssen? Da geht's die Treppe rauf. Wo geht's denn hier? Hier ist dunkel. Hier geht's auf die andere Seite. So, und er kommt gleich um die Ecke und gleich noch ein zweiter. Ich hoffe, die werfen nicht gleich wieder mit Granaten. Nö. Jetzt scheint wieder alles ruhig zu sein. Können wir hier durch? Nein, das ist ein Schacht. Oh Mann, hier geht's echt heiß her. Da bin ich ja echt erschrocken. Und ich hoffe, hier sitzt jetzt keiner drin und guckt mir gleich entgegen mit gezückter Waffe. Hallo. Doch. Was? Ja, was tue ich hier? Ich werde mir deine Muni klauen und... Nein, ich bin gerade am Nachladen. Fuck, fuck. Alter Schwede. Da gibt es wieder einmal Pumpgun-Muni. Und eine Sicherheitskarte, die wir uns jetzt gleich mal mitnehmen. Und Doom. Wir zocken eine Runde Doom. Los, komm. Ja, hat zwar gepiept irgendwie, aber mehr passiert auch nicht. Und ich würde eigentlich irgendwie die Pumpgun mitnehmen. Die Frage ist, was lassen wir dafür hier? Lassen wir die AK hier? Hm, lassen wir die AK hier. Das könnte ich ja einfach einmal ausprobieren. So, komm, die AK einmal wegwerfen, bitte. Will er nicht. Können wir nicht. Können wir dafür die Pistole wegwerfen? Nee, können wir auch nicht. Aber wir könnten auch vorne Uzi wegwerfen, oder? Warum geht denn, warum kann ich denn jetzt nicht... Nö, ich kann anscheinend auch keine Uzi wegwerfen. Das ist ja merkwürdig. Ich würde aber gerne die Pumpgun mitnehmen. Die war sonst eigentlich immer relativ knorke, vor allem in so engen Gängen wie hier. Na komm schon, mach auf. Hast du... Hallo? Jetzt. So, einmal aufgemacht und hoffentlich ist da wieder Muni drin. Ein Erste-Hilfe-Pack und wir sind eigentlich schon so gut wie voll. Und da höre ich schon wieder Schritte. Rechts von mir. Ich habe doch gesagt, rechts von mir. Da kommt schon wieder einer. Und da drüben auch noch. Einer angeschlichen. Alter, warum treffe ich denn den nicht? Wo ist denn der Heinz? Und der hat uns schon die komplette Schutzweste zerschossen. Komm her hier, wo bist du? Da bist du. Oh Mann, wo kommen die ganzen Leute denn her? Ah, fuck, fuck, fuck.
Aber wir können es uns ja leisten, wir haben ja genug Muni. Jetzt ist wieder alles ruhig. Die kommen echt immer hier so stoßweise um die Ecke. So, dann hier nochmal eingebrochen. Und hier gibt's eine Uzi. Kommt da schon wieder einer? Da höre ich da schon wieder jemand laufen. Können wir die Tür hier wieder zumachen? Ja. So, machen wir hier doch einmal auf. Wir hören es ja hoffentlich, wenn er durch die Tür kommt. Von wo kommst du? Von rechts, von links. Von da? Nein, von da auch nicht. Dann brechen wir hier nochmal ein und gucken, was hier drin ist. Und hier höre ich immer meine eigenen Fußschritte hier oder irgendwas irritiert mich immer. Hm. Und hier wird jetzt hoffentlich wieder keiner drin liegen und... Nein, hier liegt keiner drin, ganz normale Mannschaftsquartiere. Und hier ist die Tour auch schon auf. Boah, ist das spannend. Aber ich würde gern echt irgendwie die Schrotflinte mitnehmen. Die können wir hinwerfen. Die können wir jetzt auch auf einmal hinwerfen. Das ist ja merkwürdig. Können wir die AK jetzt wegwerfen? Ja, die können wir jetzt auch wegwerfen. Das ist ja merkwürdig. Dann würde ich gern einmal irgendwie... die AK tauschen gegen Schrot. Wäre das sinnvoll? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Dann behalten wir doch die AK. Vielleicht können wir auf die Entfernung dann doch nochmal irgendwie was reißen. So. Pumpgun wird es ja hoffentlich hier noch jede Menge geben. Und ich höre schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Hallo? Ja. Da war schon wieder einer. Mensch, wo kommt ihr denn alle her? Habt ihr hier nichts zu tun? Und da höre ich schon wieder einen. Ich scheine ja echt immer irgendwo zu spawnen, einfach so. Jetzt war es das aber hoffentlich. Da kommen wir hier mit der Security Card rein. Nein, kommen wir auch nicht. Hm. Da ist schon wieder einer. Wo kommt ihr denn alle her, Mensch? Langsam ist doch mal gut. So, wir werden hier uns hinausbegeben. Und einmal speichern. Und der Regen lenkt mich hier komplett ab. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Was war das denn? Hallöchen. Hallö. Ist hier jemand? Was machst du hier? Ich sehe mich hier nur mal um. Na, kommt schon. Okay, den hätten wir auch. Ich guck bloß mal, was hier abgeht. Lasst euch nicht stören. Ich habe eigentlich sonst nichts weiter zu tun. Hab meinen Regencape vergessen. Und ich suche meinen Regencape. Oh, scheiße. Ah, verdammt, was war das denn? Die Jungs können echt gut Granaten werfen. Also immer, wenn ich irgendwie was höre von wegen Take Cover, dann werde ich mich irgendwie... schnell verpissen müssen. Das ist ja echt verwunderlich, dass ich da irgendwie so abkacke. Hallo, hier war doch sonst noch einer. Hier war doch ein zweiter. Er hat vorhin die Granate geworfen. Hat er sie schon geworfen? Ich weiß es nicht. So. Nützt uns die AK doch nochmal so ein bisschen was. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen... Ich weiß es nicht. Wir werden uns einfach hier... Ah, verdammt, verdammt, verdammt! Oh, verdammt. Im Nahkampf ist die AK wohl allerhöchste Murkskacke. Und wir sind schon wieder halb tot. Kommen wir da? Nein, können wir nicht. Dann werde ich wohl doch im Autofeuermodus hier bei den Endgegen rumlaufen und... What are you doing here? Was, wo bist du? Wo bist du? So, komm her. So, den hätten wir dann auch einmal erwischt. Sogar zwei Leute auf einmal, die standen da so schön auf derselben Position, auf derselben Höhe. Und ich wünschte, ich hätte eine Pumpgun. Das wünsche ich mir jetzt. Aber darauf werde ich erstmal verzichten müssen. Und zwar so lange, bis die AK leer ist. Gibt's hier noch einen? Können wir hier vielleicht von oben irgendwo... Können wir hier hoch? Und von oben irgendwie Leute abmuchsen? Nein, scheint nicht so. Obwohl, können wir dann da hoch? Können wir... Oha, hier haben wir den kompletten Überblick. Jetzt gibt's hier sonst noch... Und wir werden bestimmt von allen gesehen hier oben. Und werden auch gleich platt gemacht.
Dann hüpfe ich doch mal. Nein! Wieder runter. Ich dachte schon, wir nehmen jetzt Schaden oder so. Dem scheint nicht so. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir. Was? Wo? Komm, weg da. Weg. Mein Gott, ihr seid aber echt empfindlich. Hier gibt es noch ein Medipack. Das ist wunderprächtig. Einmal nachgeladen. Und ich weiß gar nicht, wohin. Ich bin schon extremst durchgenässt und weiß nicht, wohin. Wir müssen, wo müssen wir denn hin? Wir haben jetzt so eine Security. Nein! Geh doch weg! Geh weg! Und hier kommt der Nächste. Wo ist der Nächste? Der, den habe ich hier gehört. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oder kommt er auch von hier? Nein. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Verdammt, eine Granate. Aber es war anscheinend nur eine Blendgranate. Und der ist wieder hier. Er ist sogar zu zwei, sie sind sogar zu zweit hier. Das war's jetzt hoffentlich. Oder kommt da noch einer? Das war's jetzt hoffentlich. Und ich bin extremst angepisst. Das ist ja extrem schwer und extrem unkoordiniert, mein Vorgehen. Ich wollte so ein bisschen lang sneaken und werde dann von den ganzen Leuten mit den Uzis hier behämmert und belagert. Werde noch einmal kurz speichern. Und wo müssen wir hin? Müssen wir da auf die Plattform? Ich ahne Schlimmes. Wo kommen wir denn jetzt? Da gibt's ein Steuerpult. Aber ich traue mich da gar nicht hoch. So, gibt's hier nochmal... Da kommen wir runter. Können wir denn hier irgendwie bei dem Steuerpult irgendwas machen? Was ist das? Was ist passiert hier? Investigate that area. Damn. Gotta find some cover. Wie? Was? Wo? Ja, ich muss in Deckung. Vor was? Vor wie? Was? Wie? Okay, Ziele aktualisiert. Können wir da einmal auf die, ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Können wir da einmal irgendwie... Oh, puh, die Ziele angucken. Was waren denn die Ziele? Die Ziele waren, nein, ich habe die Taste irgendwie für die Übersichtskarte vergessen. Da muss ich kurz einmal nachgucken. Sorry. Puh. Einmal kurz, durchatmen. Und welche Taste war denn für die Ziele? Das nimmt gerade auch so ein bisschen Spannung raus. Missionsziele, die Tab-Taste. Wie konnte ich das bloß vergessen? So, gucken wir nach. Sorgen Sie dafür, dass die Türen zum Frachtraum nicht länger blockiert sind. Okay, die haben wir gerade anscheinend aufgemacht. Und Missionsinfo, wir müssen Informationen über den Virus ausfindig machen. Was, wir sind doch eigentlich auf dem Schiff. Wir müssen also hier irgendwie den Virus finden. Und sollten lautlos vorgehen. Ja, das haben wir natürlich schon irgendwie sehr gut hinbekommen. Wir sind hier schön leise am rumstelzen. Werden einmal speichern. Und hier, hallo, die Leute begrüßen. Okay, also langsam habe ich von der AK Nein, von der AK genug, wollte ich sagen. Ah, verdammt, und der hat eine Granate geworfen. Und ich... Nein, da ist wieder einer und ich depp lade nach. Hallo? Das sollte jetzt aber reichen, ne? Ich wollte gerade die AK austauschen gegen die olle Pumpgun. Lasst mir doch ein wenig Zeit. So. Die werden wir hier einmal wegwerfen. Auf Wiedersehen, danke für den Nutzen und werden uns dann hier mit der Schrotflinte einmal durch die Gegend pusten. Und zwar werden wir... Müssen wir da unten jetzt rein oder müssen wir da rein? Ich vermute einfach, wir müssen... Oh, hier gibt es nochmal eine Rüstung. Die kommt uns gerade gelegen, auch wenn wir eigentlich schon halb tot sind. Auch wenn ich das gerade hier ein bisschen langsam angehe, ich will einfach jetzt nicht nochmal abkratzen. Aber ich vermute, wir müssen jetzt irgendwie hier in diesen Laderaum. Da runter. Da müssen wir dann irgendwie... Obwohl, wir kommen jetzt vielleicht mit der Chipkarte, die wir gefunden haben, nach unten auf... nach unten, ja. Nach oben auf die Brücke und können dann hier aufmachen. Und das wäre natürlich sehr super, wenn das jetzt einfach so klappen würde. Nein, hier bin ich falsch.